Der Lettner trennt als Bauwerk das Kirchenschiff vom Chor und damit den Bereich des Kirchenvolks von jenem Allerheiligsten, das nur die Priester betreten durften. Lettner gab es früher in allen mittelalterlichen Dom- und Klosterkirchen, doch sind sie nur selten erhalten geblieben. Der Meißner Lettner gleicht nicht dem Westlettner des Naumburger Doms. In Naumburg befindet sich der Durchgang zum Chor in der Mitte, während in Meißen zwei seitliche Pforten angelegt wurden. Der Lettner ist im Zusammenhang mit dem Chorbau begonnen worden. 1266 wurde vor dem Kreuzaltar der Meißner Bischof Albert II. Beigesetzt. Unter seiner Aufsicht setzte die Naumburger Werkstatt den gotischen Domneubau fort, den sie um 1250 unter Bischof Konrad I. begonnen hatte. Der Kreuzaltar vor dem Lettner war ursprünglich mit einem steinernen Baldachin bedeckt, den man um 1350 abtrug. Im Unterschied zur Naumburg ist vom Meißner Lettner kein figurenreiches Bildprogramm erhalten. Die Details der Architekturgliederung beweisen allerdings, dass der steinerne Einbau von der Naumburger Werkstatt geschaffen wurde. Sehenswert sind die filigranen, außerordentlich lebendig wirkenden Blattkapitäle. Bei der Darstellung einheimischer Pflanzen, vom Wein bis zum Ahorn, wurde hier eine nicht mehr zu übertreffende Naturtreue erreicht. Auf dem Lettner befindet sich eine erhöhte Bühne, die man für liturgische Handlungen nutzte. Nach der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde diese Lettnerbühne erweitert. Der heutige Zustand des Lettners war um 1400 erreicht. Auch als Freund Martin Luthers und Bilderfinder der Reformationsbewegung arbeitete Luther Cranach der Ältere weiterhin ebenso für altgläubige Auftraggeber. Zumeist übernahm die Ausführung sein Meisterschüler Simon Frank, der wohl auch maßgeblich den Kreuzaltar um 1525 im Meißner Dom gestaltete. Der einfach wandelbare Altaraufsatz zeigt in der Mitte die Kreuzigung Christi und darunter zwei alttestamentliche Szenen. Links die Opferung Isaaks und rechts die Aufrichtung der ehernen Schlange. Die Innenseiten der Flügel stellen Szenen aus der Legende des Heiligen Kreuzes dar. Bei geschlossenen Flügeln sind in der Mitte der Schmerzensmann und die Schmerzensmutter und außen die vier Evangelistensymbole zu sehen. Der Kreuz- und Laienaltar befindet sich als einziger noch am ursprünglichen Aufstellungsort. In der Mitte des 13. Jahrhunderts, als im französischen Kronland die Kathedrale von Amiens, die gotische Kirche schlechthin, emporwuchs, erreichte der gotische Baustil auch die Mark Meißen, ein Entwicklungsland, das außerhalb der etablierten Altlandschaften des Reiches lag, aber binnen weniger Jahrzehnte Anschluss an die westeuropäische Kultur fand. Zwar war das Bistum Meißen ebenso wie die Bistümer Zeitz und Merseburg bereits im Jahr 968 gestiftet worden, doch entstanden das bis heute wirksame Siedlungsbild sowie die grundlegenden kulturellen und wirtschaftlichen Strukturen erst infolge der deutschen Kolonisation, die in der Mitte des 12. Jahrhunderts in vollem Umfang einsetzte. Der hohe Chor ist der älteste Teil des Doms. Um 1250 begann die Werkstatt des sogenannten Naumburger Meisters mit einem umfassenden Neubau der Kathedrale. Schon um 1265 war der hohe Chor nutzbar. Er zählt zu den herausragenden Zeugnissen hochgotischer Architektur in Mitteldeutschland. Die Wandfläche ist auf ein Minimum reduziert. Das Licht durchflutet durch die farbigen Fenster den gesamten Innenraum. Die Last und Schwere des Steins scheint aufgehoben.
Die Skulpturen im angrenzenden querrechteckigen Joch stellen die kaiserlichen Stifter Adelheid und Otto sowie den Evangelisten Johannes und Bischof Donatus dar, denen der Dom geweiht ist. Sie gehören neben dem Lettner und den Stifterfiguren im Naumburger Dom zu den Hauptwerken des Naumburger Meisters. Nach den dort aufgestellten Stifterfiguren wird der besondere Raumabschnitt mit ockerfarbenen gefassten Gewölberippen Stifterjoch genannt. Der Naumburger Meister schuf um 1260 für diese Raumzone 4 überlebensgroße Bildwerke. In prunkvolle Gewänder und Mäntel gehüllt stehen die Meißner Chorfiguren anders als die Naumburger vor glatten Wänden. Das ermöglicht ihnen, sich freier zu entfalten als die architekturgebundenen Stifterbilder in Naumburg. An der Nordwand sind Kaiser Otto I. und seine zweite Gemahlin Adelheid zu sehen. Der deutsche König und Kaiser stiftete im Jahr 968 das Bistum Meißen. Bischof und Domkapitel bildeten das Kaiserpaar ab, um auf die Privilegien hinzuweisen, die die Meißner Kirche durch die kaiserliche Stiftung zugesprochen bekam. Die selbstbewusste Darstellung richtete sich gegen die Markgrafen von Meißen, die diese Privilegien in Frage stellten und zu beeinträchtigen versuchten. Das Kaiserpaar wendet sich einander zu. Sanft lächelnd neigt Adelheid ihr Haupt. Mit ihrem freundlichen Blick und der Bewegung der Hände scheint sie ein Gespräch zu beginnen. Otto, dessen Mund leicht geöffnet ist, antwortet darauf. Der ernste Blick und die unter der Krone hervorquellenden Haare machen die innere Energie des Kaisers deutlich. Der Evangelist Johannes blickt lächelnd in den Chorraum. Der Jüngling hält ein aufgeschlagenes Buch mit dem Beginn des Johannesevangeliums. Mit deutlicher Geste weist er auf die frohe Botschaft hin. Sein Lächeln drückt die himmlische Freude aus, die sich auf Christus gründet. Der zweite Bistumspatron, der heilige Donatus, war ein italienischer Bischof des 4. Jahrhunderts, der den Märtyrertod starb. Da Otto I. am Donatustag des Jahres 936 zum deutschen König gekrönt wurde, bestimmte er diesen Heiligen zum Schutzpatron des neuen Bistums. Der heilige Donatus trägt die Kleidung eines Bischofs. Mit der im Redegestus erhobenen rechten Hand und mit ernster Miene wendet er sich an die Gemeinde. Der Hochaltar aus dem späten 15. Jahrhundert stand ursprünglich in der Fürstenkapelle und ist wahrscheinlich ein Werk des niederländischen Malers Meister Jan. Zentral sieht man die heiligen drei Könige beim Besuch der Krippe. Von hohem künstlerischem Wert ist das einzig original erhaltene Chorfenster hinter dem Altar. Es entstand um 1270 und zeigt in der mittleren Fensterbahn Könige und Propheten des Alten Testaments, gekrönt vom thronenden Christus. In der linken Bahn sind alttestamentliche Opferszenen dargestellt, in der rechten die Passion und Auferstehung Christi. Das interaktive Dommuseum bietet in 5 mittelalterlichen Räumen spannend aufbereitete Informationen zur über 1000-jährigen Geschichte des Meißner Doms. Nach dem Rundgang durch den Dom gelangt man hinter den Kulissen der Kathedrale in Gewölbe mit mystischem Flair. Die große Sakristei, der lebendige Dom. Dieser Raum erzählt vom geistlichen Leben am Dom zu Meißen durch die Jahrhunderte hinweg bis hin zur Gegenwart.
Der Meißner Dom beherbergt eine große Sammlung von Werken Lukas Cranachs des Älteren, seines Sohnes Lukas Cranach des Jüngeren sowie der Cranach-Werkstatt. Ein Teil der Gemälde wurde für den Meißner Dom geschaffen. Ein Teil gelangte aus anderen Kirchen hierher. Es ist nicht bekannt, für welchen Standort das Gemäldepaar mit dem leidenden Jesus Christus Schmerzensmann und seiner leidenden Mutter Schmerzensmutter geschaffen wurde. Über die Sammlung der Prinzen von Schönburg-Waldenburg gelangten die Tafeln vor 1945 in die St. Nikolaikirche in Konstabel bei Meißen. Die Mäntel der Domherren und verschiedene sakrale Kunstgegenstände kommen beim Gottesdienst zum Einsatz. Ergänzt werden sie durch historische Exponate, die Wissenswertes zur Gottesdienstgestaltung zu verschiedenen Zeiten anschaulich machen. Das Museum wurde 2020 neu gestaltet. Neben Kirchen- und glaubensgeschichtlichen Exponaten gibt es Erklärvideos und Medienstationen für Groß und Klein. Außerdem wird die Bedeutung des Hochstifts Meißen bei der Entwicklung der deutschen Sprache dargestellt. Den Ostschluss des hochgotischen Chores umzieht ein Umgang mit Arkaden, die im originalen Zustand an der Nordost- und Südseite erhalten sind. Der Gang ist mit Sandsteinplatten abgedeckt. Auch auf dem nicht überdachten Umgang darüber konnte man den Chor umschreiten und in die Obergeschosskapellen gelangen. Nun gelangen wir in die Kapitelstube. Die Ausstellung widmet sich dem Thema »Der Dom seit der Reformation«. Hier betritt man den Vorraum des Kapitelhauses. Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Meißner Kanzleisprache. Die heutige deutsche Hochsprache hat ihre Wurzeln in der sogenannten Meißner Kanzleisprache, derer sich Dr. Martin Luther bediente, als er die Heilige Schrift ins Deutsche übersetzte. Die Bibel in deutscher Sprache stellte sich als ein Verkaufsschlager heraus und so trat die Meißner Kanzleisprache ihren Siegeszug durch beinahe alle deutschen Lande an. Hier gibt es interaktive, animierte Elemente, in denen kleine und große Besucher ihre Kenntnisse alter Schriften testen können. An einem Schreibpult kann man auch ein Siegel ausprobieren. Natürlich dürfen Vitrinen mit klassischen Exponaten wie Urkunden oder Notenschriften nicht fehlen. Zwischen 1490 und dem 19. Jahrhundert war die historische Kapitelstube Ort der Zusammenkünfte des Domkapitels. Hier widmet sich die Ausstellung dem Themenfeld Dombau im 19. und 20. Jahrhundert. Auch die wechselvolle Geschichte der Westtürme, deren neugotisches Erscheinungsbild erst zwischen 1903 und 1909 vollendet wurde, wird dargestellt. Ebenso spannend ist die Frage, wie Domkapitel und Hochstift die vielen Zäsuren neuzeitlicher deutscher Geschichte überleben konnten. Das Domkapitel zu Meißen, das weltweit älteste evangelische Domkapitel und in Deutschland das einzige, das ohne Unterbrechung vom Mittelalter bis heute fortbesteht. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun die wunderschönen Räumlichkeiten des Doms gesehen, habt viel über die Geschichte erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!